the Lech Valley, known as the Valley of Herbs. A countryside of lush meadows, ravines, and villages, with well-groomed house facades dating back to the late Baroque period. Intricate carvings are a speciality of this region, as is a hearty snack of bread, aromatic Highland cheese, and sausages. Verena Amann is a beauty therapist. She only uses natural products, many of which come from her herb garden. This is where she likes to spend time when she's not working. Da ich die Natur so liebe, ist es mir natürlich auch wichtig, dass meine Kinder die Schätze der Natur ein bisschen kennenlernen und damit leben können. Verena's husband Andi is a nature trail guide and huntsman. Für mich ist das, ich bin schon als Kind immer gerne in die Natur gegangen. Grandmother Maria is teaching Rosa all the secrets of Tyrolean cuisine. Brennnessel und die Sachen, was die Kräuterhexen haben, ist für mich mehr Unkraut. Verena Amann is known as the Lech Valley Herb Witch. That's the name of the group that she formed together with other local women several years ago. All the members are utterly dedicated to the hobby. Mit den Kräutern ist es wirklich so, wenn man dann natürlich so einen Freundeskreis hat wie ich jetzt mit den Kräuterhexen, alle haben diese Begeisterung. Man stachelt sich da gegenseitig auf. Das wird immer noch mehr, das wird immer schlimmer. Alles dreht sich um das Thema vom Kochen zum Leben. Das ist ein Kreis, der sich ewig dreht, gell? Ja, da alles. Some of the ladies would love to turn their hobby into their job. The Lech Valley doesn't exactly offer abundant career opportunities. At home, Maria and Rosa are making lunch, Tyrolean Knödel, a type of dumpling filled with sausage and sometimes bacon. Okay. Die Kinder wollen den Speck alleine nicht. Und weiß auch nicht, warum eigentlich. Weil es besser schmeckt, Oma. Weil es besser schmeckt, gell? Ja. Ja. Weil ich mag es gerne. Das erste Mal mit 12 Jahren habe ich Tiroler Knödel gemacht. Da war meine Mutter am Berg am Heu machen. Und da habe ich seit die ersten Knödel gemacht. Maria fries the sausage in butter and lard until it's crispy, just like Rosa will also do one day. When she's 14, she goes in the school. She learns everything from the bureau bis zur Küche, alles. Oder? Mm, da lernt man kochen. Da, also da hat man kochen in der Schule. Frauenfachschule, heißt das. Das ist halt so allgemeine Mädchenschule. Nähen, stricken, ja. Bürosachen, alles. Und dann hast du auch die Matura. Nein, ich weiß nicht, ob ich die Schule gehe. Hätten wir zwei Omas gern. Ob sie es macht, wissen wir ja nicht. Ja. The crispy sausage chunks are mixed with breadcrumbs. Then 13 eggs are added, so the dumplings don't fall apart. Man sollte mir da ein paar Wildkräuter von Mama mitnehmen. Nein, Unkraut will ich da kannst drinnen. Aber kann ich mir ein bisschen was wegnehmen? Ja, das kann schon ein bisschen etwas wegnehmen. Okay. Rosa is taking after her mother and already experimenting with herbs. Wild herb sausage dumplings. And why not? The dumplings are placed into boiling water and cooked for about 15 minutes. The river Lech, a tributary of the Danube, meanders through the entire valley. It's one of the last wild water rivers in Europe. Andi, Verena's husband, and 16-year-old Benedict, her son from her first marriage, are on a trail of discovery.
Ja, dann können wir nach vorne auf dem Dorfberg. Ich glaube, das ist eh die gleiche. Das müsste eigentlich ziemlich passen, ja, weil der Lichtweg geht rechts weg. Dann könnte man ja. Andi guides people on nature hikes. Today, he's assessing a new trail that could be useful for showing the tourists the diversity of the region's herb and plant life. Bei uns im Lechtal selber wird der Tourismus schon langsam ein bisschen angekurbelt, aber es dauert halt ein bisschen. Und auf der einen Seite wollen wir natürlich den Tourismus nicht zu viel haben, weil die Ruhe und die, wir wollen die Natur noch erhalten. Benedict lives with his dad, Verena's first husband, who runs a ski lift nearby. Ich bleib da im Lechtal, das ist meine Wurzeln sind da. Und darum ich mache mal von meinem Vater den Betrieb weiter. Und darum sehe ich eigentlich da Zukunft drin, ich bleibe mal im Lechtal. So, gehen wir da auch. Ja. Lass uns über die Brücke kommen, oder? The herb ladies have arrived in their witch's kitchen. As usual, it carries the scent of a flowery meadow. So, Mädels, was haben wir eigentlich jetzt gedacht? Was brauchen wir für morgen noch? Also, wir machen einen Kräutertopfen und da tun wir die frischen Kräuter in. Wir machen Holunderblütenlikör, habe ich mir gedacht, weil es sich jetzt gerade anbietet. Und helfe ein bisschen mit dem Kräutersalz. Mhm. The next day, they want to celebrate the summer solstice with a fair and try to sell a few of their new products. Darf ich derweil das Wasser haben? Füllst du dabei? Ja, ist das okay? Das ist momentan so lässig. The sweet-smelling elderflower blossom they make into a syrup and a schnapps. Im Winter, wenn man das trinkt, holt man sich nachher gerade den Sommer ins Haus. Ganz ein feiner Likör. Aber wir trinken schon auf dem Sommersonnenwendfest. Den haben wir halt schon vorbereitet. Egal. Ja. Alles, was du daneben schüttest, musst du aufsaugen. Ja. Hoffentlich werden unsere ganzen Produkte gut verkauft, dass so manche da ihr Geschäft machen können, oder? Hoffentlich wird das. Simone is making sure everyone is well looked after. She's preparing a herbal potion. She mixes freshly cut wild herbs into the creamy cottage cheese. The ornate decoration is not just pleasing to the eye, but also delicious to the taste. Mm. Verena is always brimming with new business ideas. Kann man machen? Wir haben ja Alkohol da. Wir machen eine Schule. Schule für kleine Hexen und Hexer. Dass man da wirklich schaut, dass sich da die Entwicklung mit dem Kräuterwissen und Kräuterkenntnissen, dass sich das schon bei den Kleinen einbürgert und dass der eine oder andere was dazu verdienen kann. And on with it. The dried herbs are combined to create a new tea. 40, danke. Ja. Das Rezept kriegt nachher jeder, das kann dann jeder machen und das hat den gleichen Namen. And the ladies already have a name for it. Also, wir taufen dich auf den Namen Bergfeuer. Mountain Fire. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Warum legst du die Zwiebeln da auch, Oma? Als sie braun werden, das gibt in der Suppe einen guten Geschmack. Ah, okay. Maria and Rosa are preparing the broth for the sausage dumplings. Onions are placed in hot water along with vegetable greens and some beef. Now it has to cook for 2 hours. Und warum musst du das jetzt ins heiße Wasser? So schließen sich die Poren vom Fleisch gleich. Darum tut man das immer ins kochende Wasser. Okay. Andi and Benedict have been exploring the new herb trail. It ends just where Benedict's father wants to open a sledging runway for summer. Dann fährst du durchs Tunnel durch. Ja. Gibt's unten einen Schnapp, fährst gleich nach links. 2-3 Poderwellen. Ja. Wann geht's los? Nächste Woche geht's los. Nächste Woche. Können wir drehen, nachher fahren wir. Ja, also wir haben jetzt da schon ein bisschen geschaut, gell? Vom Brand also, wir könnten jetzt da oben schon also ein bisschen einen Kräuterweg machen, wo man dann direkt daher kommt und wo man dann die Abfahrt noch genießen könnte. Das werden wir noch ausklügeln. The family gets together at home for lunch. Even the youngest are at the table, despite an outbreak of chickenpox.
Salad freshly picked from the garden is served with the dumplings, with a wild herb dressing, of course. Kräuterknödel, was die Rosa gemacht hat, das muss ich ausprobieren. Kräuterknödel, was? Hexenknödel ist es. Hexenknödel? Du wirst dich noch zur Hexenfreundin entwickeln, Mama. Benedict doing what he loves most, mowing the meadow. This is where the summer solstice fair is due to take place tomorrow. Once he's finished his lunch, Andi comes out to help with the preparations. Verena's hobby keeps the whole family busy. I think that is good. So it's good, oder? Come here, okay. It's fine. Boy, it's good. Also, I find this good. Sie beschäftigt sich da wirklich sehr viel damit. Und wir profitieren natürlich auch davon, indem dass wir was Gesundes auf den Tisch bekommen. Und sie hat Spaß dran. Und das gefällt mir. Und ich helfe ihr natürlich auch, wenn ich Zeit habe. It was a few years ago that Verena took the leap and became an independent beauty therapist. Ja, ich habe schon vorbereitet. Ich habe mir gedacht, wir machen eine Zitronenmelisse-Maske für dich mit Quark und Joghurt. Und wenn du magst, ein Rosenblütenzucker-Peeling für die Beine. Ja, super. Ja? Gut so? Mhm. Wie im Urlaub. Alles Natur pur. Jetzt muss ich es ein bisschen aufmörsern, damit die ätherischen Öle richtig zur Geltung kommen. Hört sich gut an. Dann hoffe ich doch, dass das, wenn das gut tut und dir gefällt und wir da ein bisschen was entwickeln, dass das vielleicht auch angenommen wird von den Lechwegwanderern. Mhm. Gell? Kann ich mir gut vorstellen. So. Jetzt bitte entspannen. Nein, du wirst morgen die Schönste sein beim Sommersonnenwindfest. Man merkt auch selber, dass man ruhiger wird. Das in der Erde wühlen, das erdet einen richtig. Es bringt einen auf den Boden. Es bringt einem Ruhe und die brauche ich, weil ich bin wirklich ein Temperamentsmensch und mache oft viele Sachen gleichzeitig. Und dieses Hobby bringt mir das wirklich näher, dass ich einfach manchmal ruhiger werde. Und das tut mir gut. So, Simone, dass du dich wohlfühlst. Hast du es fein? Ist total angenehm. Ja? The herb witches get together again in the late afternoon at Josef Wildanger's in his medicinal herb garden. Hallo, grüß dich. Servus. Das ist ja schon fast furchterregend, so viel Hexen. Here the ladies can learn a lot. The school principal also trains herbal teachers and knows everything there is to know about these plants. Und oft sind es auch die unscheinbaren kleinen Pflänzchen, die irgendwo sind. Ein sehr erbauchter, verdaut, beruhigt sich gleich mit Ruprechtskraut. Meisterwurz, wie der Name schon sagt, eine meisterliche Pflanze. Das ist, wenn man ein Gefühl hat, mir ist ein bisschen schlecht, mir geht es nicht gar so gut. Auch zum Beispiel bei Grippezeiten. Wer die Krankheit nicht akzeptiert, hat die Gesundheit auch nicht verdient. Also wenn ihr mir helft, ein bisschen Spitzwegerich zu sammeln, ihr kennt ja alle den wunderschönen Spitzwegerich, hat eine ganz gute Funktion, wenn es darum geht, Heiserkeit, Verschleimung, Husten zu beseitigen. Und da gibt es ja ganz etwas Tolles. Wenn man den Spitzwegerich nimmt, dann zupft man diesen Spitzwegerich in kleine Stücke und streut auf diesen Spitzwegerich einen braunen Zucker drauf. Und wir haben schon noch einen Zucker und noch einmal Spitzwegerich drauf. Jawohl. Ach, und das ist vor allem auch eine tolle Medizin, die die Kinder auch gerne nehmen. Weil es natürlich lecker schmeckt. Gell? Jawohl. So, und jetzt haben wir dieses Glas. Und jetzt kommt der große Trick. Das ist auch immer schön, wenn man das mit Kindern macht. Und jetzt wird dieses Glas eingegraben. So, und jetzt
wird eine Kräuterhexe das Glas versenken. Bleibt dann den ganzen Sommer in der Erde drinnen und im Herbst graben wir diesen Schatz aus. Und es gibt einen ganzen pechschwarzen, süßlichen Zehensaft. The next morning, Andi is already up and about at 5 a.m. and on his way into the Red Lech Valley, a small neighboring valley. This is where he grew up, and today he's going hunting here with his father. Also für mich ist so so ein bisschen Flucht aus dem Alltag. Also ich kann da diese 2-3 Stunden, wo ich da unterwegs bin, kann ich so richtig abschalten. Da geht es jetzt oft nicht unbedingt um das Erlegen, sondern wirklich einfach in der Natur zu sein, schauen, was rührt sich da, was passiert da. Das ist eigentlich für mich der Hauptteil der ganzen Sache. Already as a child, Andi joined his father out in nature on hunts. Verena is also up early. She's picking fresh herbs and uses the time for a little lesson in herbology. Josef, schau mal, ob du Erdbeeren findest. Luis, schau mal, was wächst denn da? Eine Schafgarbe. Eine Schafgarbe, genau richtig. Und was macht denn die Schafgarbe? Stark. Stark macht die, genau. Die stärkt das Immunsystem. Rupfle mal. Pfefferminze. Pfefferminze, genau. Was ist das? Das ist das Darmspitzwegerich. Genau, da ist der Frauenmantel. Da muss man die Tropfen raustrinken. Weil die stärken einen. Und machen einen schön. Man sagt immer, ein Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und wenn sie das schon als Kinder lernen, dann vergessen sie das nie mehr. Andi and his father didn't find any game today, but the cabin is always well kitted out just in case. So, Beiwasch, magst du? Ja, super. The smoked beef sausages are steamed on a bed of straw. This way, they take on the aromatic flavor of the hay. Apple horseradish is the perfect accompaniment. I can remember, eigentlich als kleiner Bub schon so mit 4-5 Jahren schon. Ja, sowas. Bin ich schon immer mitgegangen. War für mich auch ein Erlebnis. Einmal, da war er noch 12, 13, glaube ich. Da hat er einmal gesagt, ob er einen Rehbock schießen möchte. Das haben wir gemacht, das hätten wir ja nicht dürfen, also vom Gesetz aus nicht. Aber er hat den Rehbock geschossen. Ja. Mhm. War gut, gell? Hast du dich noch erinnern? Ja, ich kann mich schon erinnern. Ja. Gut geschossen, muss ich sagen, ja. Verena has gone up to the Petersbergalm, which lies at an altitude of 1,250 meters. This is the home of the last traditional cheesemakers left in the Lech Valley. He makes all the cheeses and butter by hand. Hallo Karl-Heinz. Hallo Verena. Ich bin da ein bisschen in geheimer Mission da. Und jawohl. Zwar könnten wir zwei miteinander eventuell einen Käse gedeihen lassen unter dem Namen Lechtaler Kräuterhexenkäse, wo wir die Kräuter trocknen, produzieren, für die bringen und du uns dann einen tollen Käse zauberst. Da müssten wir mal ganz etwas Spezielles
entwickeln. Jetzt schauen wir mal schnell, was ich da mitgebracht habe. Ich hätte jetzt ein bisschen was Getrocknetes. Da ist Brennnessel drin, da ist Kirsch drin, da ist die Himmelschlüssel drin. Sehr wohlriechend. Und für eine Reifung wäre das schon optimal, so die Mischung. Da finden wir sicher etwas. Ich danke dir. Danke, ja. Für dich, ja. Für dich, ja. On her way home, Verena doesn't waste the opportunity. She gathers plants for her wild herb pesto and a wild herb soup. She wants to serve both at the summer solstice festival. Das ist so ein Geheimtipp, wenn man Frischkräuter oder Wildkräuter pflückt, dann soll man die ja nicht waschen, weil die fallen dann sofort zusammen. Gerade wenn man einen Salat oder so macht. Und wenn man da ein Tuch drüber legt, dann krabbeln all die Tierchen, die da nicht rein sollen, die wir ja auch nicht mitessen wollen, einfach unten raus, weil die suchen sich das Licht. For the pesto, the herbs need to be very finely chopped. They're ground with pine nuts and plenty of olive oil until the mixture takes on a rich consistency. Zum Glück habe ich auch immer genug Hirsch und Reh in der Kühltruhe, weil es mit der Jagd ja nicht immer so auf Wunsch klappt. The deer fillet is still frozen, so it can be carved more easily. Next up is the wild herb soup. The onions have been heated in oil and some flour is added to give it thickness. Dann gieße ich mit Wasser ein bisschen auf. The finely chopped herbs are added to the roux and water is poured over it. Now the soup is left for 30 minutes so the herbs can really seep in and add flavor. In the meadow, the solstice festivities are about to begin. Hallo! 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 Mei und dir toll dekoriert. Gewaltig! This is a special day for the herb witches. How well will their products sell? Und wie fühlst du dich? Wie hat die Maske gewirkt? Ja, super. Super? Ja, am also, Abend war es total fein. Schon. Mhm. Wenn ihr mal ein ganz nettes Geschenk für die Mama machen wollt, oder für den Papa. Many children have come to join the celebrations. Certainly some potential fresh recruits for the ladies' herb kitchen. Wir sind zufrieden, es sind viele Muttis da, viele Kinder. Und es wird toll angenommen, das ist das erste Mal. Es ist immer, die Lechtaler sind so, die brauchen zuerst ein bisschen Zeit, um sich an was Neues zu gewöhnen. Und jetzt erhoffen wir uns natürlich noch, dass da unser toller Stand dann auch ein bisschen angenommen wird. Das ist jetzt ein Blutwurst-Schnaps, wenn Papa oder wenn man auf die Reise geht, der desinfiziert den Magen und verdienst alle Magen. Schneidest du den Knochen? Ja. Also, ist echt möchtest du vielleicht ein Schnapsle? Vogelbeer-Wodka ist meine spezielle Spezialität. Für den wird man Vogelwild. Das steht man vielleicht nur im Lechtal, aber ich weiß, was das heißt. Auf den Matthäus. Once dusk settles, the ladies serve up their herbal delicacies, all of which they've made themselves. Naturally, they've only used local, hand-picked herbs. Guten Appetit! Ich sage immer, wir leben mitten im Paradies. Und du siehst ja, dass das wirklich auch so ist. Und
Wir genießen das, dass wir alle glücklich sind. Und wir haben ja auch noch viele Ideen, die irgendwo im Kopf rumspucken, die noch umgesetzt werden müssen, dass wir mit der Natur im Einklang und auch von der Natur dann doch leben können. The Summer Solstice Festival is rounded off with a pagan tradition. The smoke of the burning herb stick is meant to chase away evil demons and ensure that the herbs of the Lech Valley continue to grow and bloom in abundance. Hey, yeah.